Giftzahn. Möchte ich mal gucken, ob das vielleicht Kadi lernen kann. Das wäre ganz geil. Ja, Kadi kann es tatsächlich lernen. Sogar Aquados kann das lernen, aber das interessiert mich nicht, denn ich möchte auf Kadi so ein bisschen Step-Attacken haben. Welche Attacken sollen vergessen werden? Ich wäre dafür. Was hast du für einen Angriffswert? 50? Ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich hau den Funkensprung weg. Weil ich möchte nämlich, dass Kadi da noch ein bisschen mehr Wirkung im Giftbereich hat. Und dann hatten wir noch Milchgetränk. Wer kann denn Milchgetränk lernen? Dann wollen wir direkt mal gucken. Garen! Du kannst tatsächlich Milchgetränk lernen. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir dafür rausschmeißen. Weil wenn Garen ein bisschen mehr aushält, dadurch, dass er... die Sachen sind mir irgendwie zu schade zum Wegschmeißen. Deswegen bleiben wir erstmal dabei. Nein. Nicht erlernen. Gut. Dann hat mir noch irgendwie eine Donnerattacke. Donner? War's das? Gut, dann hat sich das jetzt erstmal erledigt. Fliegen? Hatte irgendjemand von unserer Truppe irgendwie fliegen gelernt? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Ach ja. Nayu hat fliegen gelernt. Deswegen können wir jetzt durch Nayu auch ein bisschen durch die Gegend sausen. Finde ich natürlich ganz lustig, dass ein Pflanzenboden-Pokémon fliegen lernen kann. Aber gut. Ich meine, es war vorher schon Unlichtpflanze und es konnte eigentlich kein Fliegen lernen. Ich stelle mir gerade ein fliegendes Notuska vor. Das ist so mit seinen Armen wedelt. Das sieht in meinem inneren Auge sehr witzig aus. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall als nächstes machen werden, wir werden schnell ins Pokémon-Center rauschen. Und dann gehen wir Richtung Pyroberg und werden vorher sämtliche Trainer auseinandernehmen. Was ich ja vorher nicht machen wollte. Und zwar einzeln. Vorher gucke ich hier unten. Oh, jetzt sagt bloß. Gut. Ich habe dieses Prinzip. Jeden Tag besiege ich fünf Trainer. Und jetzt rate mal. Du bist heute der fünfte Trainer. Ja, rate mal, wie viel du bist. Die zweite? Nein, sogar der erste Trainer heute. Also, streng dich an. Ich zähle Max nicht mit, also Brix, also unseren Rivalen. Weil ganz ehrlich, nö. Probieren wir es mit der Aquaknarre, dürfte eigentlich nicht so viel Schaden machen. Auch wenn es ein Boden-Pokémon ist. Wie wir ja bei Billy sehen konnten. Was wir jetzt auf jeden Fall tun werden, ist mit einem Fegekick Temposchub. Oh nein, das Mistvieh hat Temposchub. Na, das kann lustig werden. Jetzt kommt er hier mit einem Walzer. Was wir auf jeden Fall tun werden, das Mistvieh mit einem Fegekick ärgern, wenn es treffen würde. Gut, wir gehen dann doch lieber auf zu Trümper. Für den Fall, dass das mal trifft. Wenn das nämlich trifft, dann haut es nämlich rein. Zum Glück ist der Walzer von Nilip nicht so effektiv. Und deswegen könnten wir da ordentlich noch was rausholen. Lilip wird uns deswegen auch nicht sehr viel Schaden machen. Und der Zertrümmerer wird dann hoffentlich sein Übriges tun. Wie es überhaupt nichts abzieht, ist das nicht herrlich. Ist das nicht wunderschön? Tschüss, Lilip. So, und Aquados dürfte dann demnächst auch sein Level abbekommen, wenn wir vielleicht das Weilmar hinüberkriegen. Hyperbälle haben wir ja, glaube ich, eingekauft. Deswegen werden wir auch demnächst wieder auf Pokémonjagd gehen. Was wir natürlich vergessen haben, zu gucken, was das Raichu denn für Typen hat. Aber darum werde ich mich dann kümmern, wenn wir vom Pyroberg zurückkommen. Ich bleibe mal beim Fegekick. Um zu gucken. Ja, das ist sehr effektiv. Das heißt, noch ein Fegekick und das Weimar dürfte kaputt sein. Das finde ich natürlich sehr schön. Deswegen Fegekick und Tschüss, Weimarette. Ach, doch nicht ganz.
Gut, gut, gut. Dann werden wir ein Zertrümmerer reinhauen. Und dann ist es vorbei mit der Übelweimer. Was? Okay, du hast einen Hypertrank dabei. Finde ich in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Dann machen wir das wie folgt. Wir setzen jetzt Zertrümmerer ein, bis das Weimar hinüber ist. Denn wir haben gesehen, der Verteidigungswert von Weimar ist gesunken. Dürfte also um einiges mehr, dürfte um einiges mehr Raden machen. Aber gut, wenn es Härten einsetzt, dann, vielleicht eher weniger. Aber reichen wird es auf jeden Fall. Denn der Zertrümmerer macht dann alles kaputt. Tschüss, Weimar. Und hallo, Level 34. Das dürfte es dann auch mit der Trainerin gewesen sein. Astrainer Wayne. Wayne interessiert... Nein, du bist grausam. Nein, ich bin nur fair. Oh, und natürlich will wieder jemand uns auf dem Pokénerv haben. Drei Nanabären, die nehmen wir doch mit. Bananenbären nehme ich doch immer gerne mit. Dann möchte ich hier ein Item einsammeln. Wenn uns die wilden Pokémon lassen. Wieder ein Volbeat. Das scheint ja sowieso nicht viel zu sein. Wir hatten eins gefangen, so wie es aussieht. Also brauchen wir uns gar keine Mühe geben, ein weiteres zu fangen. Ich nehme den Fegekick. Das Volbeat dürfte dann kaputt sein. Ich werde gleich die Pokémon austauschen, also keine Sorge. Alle anderen werden auch noch auf Level 34 kommen. Ich will erstmal hier das Item haben. Hallo, Item. So. Aquados. Tauschen wir jetzt gegen Kekkon, weil der sowieso kurz vorm Level up steht. Die. Ah. Immer dasselbe mit den Geschlechtern. Auf jeden Fall. Hallo, du. Meine Pokémon kennen das Gefühl der Niederlage noch nicht. Bald lasse ich sie an einem Wettbewerb teilnehmen. Gleich werden sie das Gefühl kennenlernen. Na dann, zeig mal, was du drauf hast, du kleiner Astrainer, Marshall. Du bist tatsächlich ein Astrainer. Hallo, Bluebella. Na, da bin ich mal gespannt, was du drauf hast. Ich würde mal sagen, nicht viel. Denn Kekkon wird dich aus dem Ring schießen wie nichts anderes. Kommt die mir hier mit einem Lichtschild. Erhöht die Spezialverteidigung ist natürlich jetzt gegen Kekkon nicht so angebracht. Beziehungsweise schon angebracht, aber nicht sehr angenehm für mich. Du setzt Nebelball ein. Ich würde mal sagen, wir tauschen mal das Pokémon. Serana darf hier jetzt nämlich ordentlich reinhauen. Und ich brauche noch unbedingt eine Drachenhaut, damit sich unsere Serana von einem Seemon in ein Seedraking entwickelt. Ich will unbedingt ein Seedraking haben. Und deswegen Prügler. Das Lichtschild schlug glücklicherweise fehl. Leider ist aber Serana ein wenig angeschlagen. Durch die Paralyse ist jetzt etwas sehr unangenehm. Aber ich hoffe, dass der Prügler jetzt durchzieht. Und noch ein Prügler und Bluebella ist down. Kekkon erreicht Level 34. Finde ich sehr schön. Kekkon versucht Konfusion zu lernen. Jetzt nur Konfusion lernen. Ach, Kekkon, Kleines. Hier wird keine Konfusion gelernt. Du hast Psychokinese. Vergiss es. Als nächstes kommt ein Ibitak. Da freue ich mich doch ganz besonders drauf, weil wir noch keine Ahnung haben, was Ibitak denn so drauf hat. Ich werde jetzt einfach meinen Aurora-Strahl raushauen. Ibitak kommt mir mit einer Frustration. Nicht sehr angenehm, aber gut, wenn es hilft. Auf jeden Fall hat der Aurora-Strahl ordentlich durchgezogen. Scheint zu funktionieren. Das heißt, Ibitak ist entweder ein Flug, ein Pflanzen- oder ein Drachentyp. Aber ich bezweifle, dass es ein Drachentyp ist. Glücklicherweise hat unsere Serana einen Charmbolzen. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, will ich da dann noch ein Seedraking? Will ich das dann wirklich, wenn unsere gute Serana so ein Charmbolzen ist? So charmant, wie es ist. Was war das denn? Das war deine Niederlage. Nur für dich. So, was wir jetzt wollen, ist erstmal
Kekkon austauschen gegen Serana. Serana heilen wir dann von ihrer Paralyse. Hyperheiler. Davon hätte ich vielleicht auch noch welche kaufen sollen. Ist aber kein Problem. Kein großes Ding. Alles wieder im Lot. Die Sonderbonbons werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Hallo. Möchtest du mit meinen wunderhübschen Pokémon spielen? Wieso nicht? Na dann zeig mal her. Was ich mit den Sonderbonbons mache. Für den Fall, dass ich irgendwie Probleme beim Trainieren habe, werde ich sie vielleicht noch benutzen. Aber ich bezweifle, dass dem so sein wird. Deswegen haue ich jetzt einen Aurora-Strahl raus und ärgere das Knofensa. Was sehr gut zu funktionieren scheint. Denn das war ein wunderschöner One-Hit-Kill. Und wir haben Serana fast auf Level 34. Das ist schon mal schön. So habe ich das aber nicht gemeint. Ja, ich aber. Also, von dem her, dumm gelaufen. So, was wird uns hier erwarten? Welches Pokémon werden wir sehen? Ein weiteres Volbeat. Oh, klasse. Na komm schon, Serana. Machen wir es platt und du kriegst dann ein Level ab. Aurora-Strahl! Hau drauf! Ja, das läuft doch wie geschmiert. Volltreffer bis zum geht nicht mehr und du erhältst dein Level ab. So, als nächstes. Wen wollen wir als nächstes trainieren? Ich würde sagen, Serana entwickelt sich. Oh, Serana entwickelt sich. Ja, ei, Serana entwickelt sich. Gut, dann entwickelt sich Serana. Ich wollte sowieso ein Sidra King. Ich glaube, wir hatten ihr sogar die Drachenhaut gegeben, oder? Hä? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Serana wurde jetzt zu einem Sidra King. Finde ich cool. Ich mag Sidra King. Wollen wir mal gucken. Was hat Sidra King so drauf? Ist weiterhin nur ein Unlicht-Pokémon, steigert allerdings den Angriff durch Kraftkoloss. Werte. Spezialangriff und Angriff halten sich die Waage. Vielleicht nur 10 Punkte Unterschied, aber das ist nichts Großes. Weiterhin haben wir immer noch unsere Attacken. Finde ich ganz schön. Und wir haben einen Hyperheiler gefunden. Ist doch wundervoll. Und ich möchte hier einen guten Schnitt setzen. Also Zerschneider. Um zu gucken, was es hier denn so itemtechnisch gibt. Hier muss es irgendwas geben. Ein Nugget gefunden. Yay, wir können wieder Geld ausgeben. So, dann wollen wir mal sehen. Da hat es noch Trainer, da hat es noch Trainer. Dann würde ich sagen, nächstes Pokémon in der Reihe der noch zu Trainierenden wäre dann Caddy. Die braucht nämlich noch ein paar Level. Na gut, die braucht eigentlich nur ein Level, aber was soll's. Mit meinen Pokémon habe ich alle 4 Ecken der Welt bereist. Alle 4? Wir haben noch ein paar mehr. Nee, die Welt hat eigentlich keine Ecken. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Ach wirklich. Ist dem so. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Lecker Apfeltee. Jongleur Kimberly. Ja, so sieht er aus. Mit einem Hariyama. Dürfte kein großes Problem sein. Wenn man mal davon absieht, dass Hariyama ein Psycho-Pokémon ist. Gut, ich wechsle kurz mal aus. Garen dürfte die Sache eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Spiegelcape schlägt natürlich viel, weil wir ihn noch nicht mal angegriffen haben. Ich bin dafür, dass wir eine Drachenwut draufhauen. Um zu sehen, wie es denn mit den HP dieses Hariyamas bestellt ist. Wow. Au, au, au. Ich glaube, ich setze lieber einen Walzer ein. Denn ich tanze so gern. Ja, das ist ein Volltreffer. Spiegelcape dürfte da eigentlich keine Probleme machen, denn Spiegelcape ärgert einen nur, wenn man Spezialattacken anwendet und keine physischen.